Am liebsten grüße euch erstmal. Begrüße euch total recht herzlich aus den Shop News. Kleine Plaudereien. Plaudereien aus diesem Medienhaus. So, diese Figur hier kennt ihr sicherlich mit dem Bauchredner. Diese Figur habe ich gerade vergrößern müssen für eine ältere Dame, die ihrem Kind ein T-Shirt sticken möchte, weil sie mit ihrem Enkel da ins Konzert oder beziehungsweise in seiner Show, er macht ja kein Konzert, in seiner Show, diese Handpuppen, im Januar, und da möchte sie natürlich mit diesen, die Oma wird sie oder die Mama oder keine Ahnung, wird sie sicherlich auch so. Also sie gehen dann in diese Show mit ihrem eigenen Ankleidungsstück, wo dann die Figur aufliegt. No? Morgen! Morgen! Musst du einmal was kopieren? Ja, klar. So, das bleibt. Den Kunden, dann mache ich aus. So, ich war ja bei dem Thema hier, ne? Handpuppe. Ich suche ja auch meine Handpuppe. Also heute schaffe ich das nicht. Hallöchen. Hallo. Also, warte. Hallo. Ja, ich habe mich versteckt. Das muss wohl wirklich an ihm hier liegen. Ich habe nämlich heute nicht nur durch ihn gute Laune, auch die Kunden haben auf eine Art gute Laune. Wir sind ja alle in Pressur durch Corona, ist klar. Brauche ich gar nicht erwähnen. Ich weiß, kann sein, dass wir auch ein bisschen witzeln heute, ein bisschen Galgenhumor, weil wir uns fühlen wie 1920, 45. Wir wollen hoffen, dass 30, 35 nicht eskaliert wie damals vor 100 Jahren. Das wäre fatal. Wir reiten auch nicht darauf rum, wer Kanzler, wer nicht Kanzler. Wir reiten auch nicht darauf rum, was Frau Merkel hinterlassen und Herr Kohl hinterlassen, die beiden. Sie war ja Nummer C, Tochter von Herrn Kohl, so hieß es. Also, ne? Ach ja, also wie gesagt, wir haben wunderbares Wetter draußen, wir haben 19 Grad, wir haben Herbstanfang seit 2 Tagen, und wenn man draußen spazieren geht, mit offenem Gemüt, Augen, Ohren, mit Wohlwollen, dann sieht man sogar. Die Sonnenstrahlen, die dann jetzt diesen Herbst und der Wind, der halt die Blätter entzerrt von den Bäumen, die dann einem entgegenkommen, runterfallen. Ja, ist halt Herbststimmung. Wie gesagt, ich habe auch hier, schätzungsweise ist das so, immer wenn der Herbst so beginnt, habe ich auch hier meine Art Battle. Hast du mal einen Euro? Ich komme vom Zirkus, wir gastieren auch hier, hast du nicht mal ein bisschen Geld dafür? Oder andere Sachen. Es ist halt so, wie es ist, und deswegen sage ich ja, manchmal komme ich mir vor, wie in der Altgeschichte 1920, 45. Man hat außen seinen Bereich, wo so eine Tafel steht, hallo, unser Angebot heute. Ja, wie gesagt, im Moment ist ja alles prekär. Im Moment hängen andere dort, nämlich unsere sogenannten Politiker, die kein Mensch kennt. Also ich kenne sie nicht, die da hängen. Und ich habe hier auch gar keine Berühmtheit hier in dieser Stadt, die ich kennen würde, die da, wie gesagt, hängt. In weiter Ferne hängt die Basis, die neu ist. Wie komme ich jetzt darauf? Ich komme darauf, weil ich ja viele hier hatte, live, vor Jahren schon, die jetzt in Berlin. Ich hatte hier die Partei, ich hatte hier die Piraten. Also die Piraten waren die lustigsten. Einmal kamen sie hier rein, wie Piraten, ja, in diesen schrägen Hut auf. Da haben wir auch noch Fotos gemacht, Filme gemacht. Wir haben also viel Spaß gehabt. Die Partei hatte ich ja durch SWR, durch Herrn Sonneborn und extra drei die Sendung mal kennengelernt, und deswegen auch Wohlwollen gehabt, wie er sich niedergesetzt. Ich mache jetzt meine Partei. Ja, ich meine, wir sind für den Schaum des Bieres, Reinheit, Gebot und all so ein Blödsinn, haben die da auf den Weg gebracht, und dann sagten die, jo, okay, wir dürfen. Hä? Wir dürfen? Und seitdem läuft auch die Partei. So, jetzt habe ich eine im Clip gesehen, die auch jahrelang hier war. Ich habe sie halt heranwachsen gesehen. Jetzt hat sie ja ein gewisses Alter, lebt jetzt in Berlin und macht auch, war im Videoclip auch für eine Nanokunde zu sehen. Herr Sonneborn war zuerst, und dann war die Dame, die auch mal hier Kundin war. Also ergo, ich hatte viele Kunden, die jetzt in Berlin leben oder woanders. Ich habe auch viele Kunden, die jetzt bei TikTok unterwegs oder WhatsApp chatten, beziehungsweise Facebook sowieso. Und ja, es war eine schöne Geschichte, so
weil ein Medienhaus, sagt das Wort ja schon, hin und wieder braucht ein jeder mal. So wie jetzt gerade eben auch, deswegen hatte ich das Video unterbrochen, musste ich schwerwiegende Sachen kopieren. Und da kann man dann also auch ins Philosophieren und haben wir dann darüber gewitzelt, ist ganz klar. Aber eins macht wirklich klar, wir sind in einer Pressur. Ich hoffe nicht in einer Dressur, weil wenn wir dressiert werden, indem wir gespalten werden, ich meine, die gar nichts haben, schreien natürlich derer, die da haben. So wir mittendrin, deswegen heißen wir ja Mittelstand, werden ja momentan auch mehr nach unten gedrückt. Und das macht natürlich keinen Spaß. Trotz Pressur und trotz Angriffe muss man versuchen, seinen Humor doch zu bewahren. Nicht nur seinen Humor zu bewahren, sondern auch einen Spaß aufzubauen, eine Fröhlichkeit aufzubauen. So wie jetzt zum Beispiel heute Morgen wach geworden, denk, was ist denn jetzt los, hatte sich mein Phone mal wieder verändert. Mein Phone sagt das und das, dies und jenes geht nicht. Dann sage ich zum Phone, wie kommst denn du darauf, was soll denn das? Aber egal, mein Phone sagt es und mein Phone macht es und ja, dann muss ich es halt ändern. Jetzt sitze ich hier und werde gleich extra noch eine neue Karte bestellen müssen, weil mein Phone es nicht will. Ich habe das Phone gereinigt, ich habe alle Daten gelöscht, alles was ich nicht brauche, dennoch bekomme ich nicht die Kapazität, die ich benötige, um zu WhatsAppen. Wie gesagt, ich habe ein völlig neues WhatsApp gerade bekommen. Also wie gesagt, ich bin wach geworden und nichts ging. Was ist das denn? Jetzt verhält sich mein WhatsApp auch komplett anders. Ich bekomme Symbolleisten. Wenn ich jetzt irgendwo bin, sagen wir mal TikTok oder ich bin bei Facebook oder so, also im Phone, dann entsteht oben ein Emblem, da drücke ich drauf und dann bin ich bei dem, der mir gerade WhatsApp hat. So, ich habe auch so eine Spezialuhr hier. Ich bin in gutem Modus, ich habe schon 1991 Schritte geleistet. Mein Puls ist auf 89. Meine Wohltemperatur ist auch okay. Ich habe mich auch etwas dicker angezogen. Ich habe mir schon eine leichte Erkältung eingefangen. Ich habe mein Chinaöl schon in Nutzung. Werde ich auch gleich für den Rachen nutzen. Ja, ich hoffe, gut durch den Winter zu kommen. Ich habe also ziemlich viele Aggressoren, weil die Welt ist aggressiver, ist nicht mehr normal. Ich meine, jeder wettert auf irgendeine Art. Jeder ist nicht mit allem wirklich tatsächlich zufrieden. Und man kann es auch nicht mehr jeden auf irgendeine Art recht machen. So, ich bin jetzt sehr freudig. Ich cutte das jetzt selber, weil ich werde ja meistens gecuttet durch Kunden. Und jetzt, da jetzt im Moment kein Kunde erscheint, merke ich, dass ich dann doch zu weit aushole und ihr kein Interesse habt, weiter zu gucken. So, ich meine, das ist jetzt schon ziemlich lang geworden. Jetzt in diesem Moment weiß ich es nicht, aber gleich, wenn ich dieses gute Stück auf der Timeline habe, sehe ich ja, wie lang es geworden ist und in Hoffnung, ihr schaut bis zum Schluss. Und ihr versteht auch, was ich meine. Und ich fing ja an mit ihm hier und ende auch mit ihm hier. Es ist nur unheimlich. Ich meine, er hat mehrere Figuren, die er da zum Leben erweckt. Der sogenannte Bauchredner. So, und ich fand es stark, wie die Mama hier und wir dann philosophierten darüber, dass sie diese Shirts oder Sweaties machen wird für Januar 22, wo sie dann dort in seiner Show sein wird, um ihn zu sehen. Ich finde es ja stark, dass überhaupt noch sowas stattfindet. In der Zeit von Delta, Beta, Gamma und natürlich angefangen mit Corona. Das macht alle Corona. Okay, liebe Freunde, ihr bleibt meine lieben Freunde, egal wie ihr euch benimmt, egal wie ihr auf dem Kurs seid. Es ist halt so. Wir sind hier in einem Phone. Hier kann man wirklich WhatsAppen, Facebooken, YouTuben, TikToken, selber gestalten, selber auf Sendung gehen. Hier ist kreativ. Hier ist ein richtiges Kreativstudio. Wir sind und bleiben ein Kreativstudio. Und wir machen nicht nur online
Wir machen auch analog, wir sind analog. Wir haben auch hier den Dialog. Jetzt mache ich den Prolog. Und das ist halt so. Und ich freue mich wirklich tatsächlich, sehr viele positive Menschen um mich herum zu haben. Und das wissen sie auch. Wir kommen zwar analogisch nicht mehr so zusammen, weil wir ja, wie gesagt, auseinander wohnen. Wenn man halt lange Zeit hier Gast war. Wie gesagt, ich hatte einen, der jetzt 64 wird, 12 Jahre begleitet. Morgen! Und jetzt ist er in Berlin. Shop-Plaudereien. An sich wollte ich gar keine machen, aber die Welt verändert sich. Am 5. Oktober bekommen wir das neue Elva Win. Wer es haben will, bekommt es. Wer nicht, der nicht. Aber egal. In diesem Video wollte ich nur erklären, dass sich die Technik halt ein bisschen verändert hat. Seit ein paar Tagen, auch mein Phone hat sich plötzlich verändert. Plötzlich war alles weg. Bitte installieren Sie neu. Ich musste TikTok neu installieren. Hat sich halt verändert. Sieht anders aus. Benimmt sich auch anders. Dann hatte ich heute das Vergnügen, das WhatsApp neu gestartet. Ich musste also WhatsApp auch neu starten. Hat sich auch verändert. Ich habe also auch völlig neue Features. Ich meine, man ist hin und wieder überrascht, so wie jetzt auch. Deswegen mache ich das Video. Ich muss nämlich hier warten. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man drauf drückt, zack, zack, funktioniert. Nein, ich muss jetzt hier, wie gesagt, warten. Deswegen werde ich, wenn die Kunden mir die Sachen schicken, hin und wieder, zwar auf meine Art von Kosten, ist klar, weil wenn der Kunde es nicht abholt, nur wenn der Kunde erscheint, ist in Pressur. Und es geht nicht mehr so schnell wie früher, weil jetzt plötzlich irgendwelche Ladezeiten da entstehen. Wie gesagt, mein Rechner hat sich verändert, mein WhatsApp hat sich verändert, mein TikTok hat sich verändert. Ich kann es ja nicht ändern. Also hier muss ich jetzt eine Warteschleife einsetzen. Früher habe ich drauf gedrückt, war die PDF da und schwupp. Ich mache aber dieses Video auch für die Kunden, die da meinen, man müsste alles schenken. Ja, ich weiß nicht, wie ihr da auf den Trip kommt, dass wir alles schenken sollen. Wir sind doch die Kleinen. Wir sind die Kleinen der Kleinsten. So, die Menschen kommen hier rein, ich brauche eine PDF. Ja, so ist okay. Kostet 20 Cent. Nö, sagt er, in Farbe und ganz viele, so um die 60 Seiten. Ja, sag ich, tut mir leid. Dann kostet es 50 Cent pro Seite. Ich kann da nicht entgegenkommen. Also, geht nicht, weil... Das sind Leihgeräte, es lohnt sich nicht, Geräte selbst hier zu parken, weil der Monteur ist schon viel zu teuer. Also parkt man solche, also man mietet solche Geräte, weil da ist der Monteur mit drin. Ja? Und ich hoffe, das, was ich jetzt hier vorbereite, ist nicht aus Versehen ein und dasselbe. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Ein Kunde drückt und drückt und drückt und sendet und sendet und sendet und nachher heißt es, nö, ich brauche nur einmal. Ja, warum hast du denn so viel? Ja, wusste ich auch nicht. Ich meine, ich habe jeden Tag damit zu tun, worauf ich jetzt hinaus möchte. Die junge Dame hat jetzt hier dreimal geschickt. Ich will hoffen, dass es dreimal was anderes ist. Wenn nicht, naja, habe ich es dreimal ausgedruckt, aber wir bekommen nur einmal bezahlt. Also es ist halt so, ne? Also es gibt ja auch mehrere Kartons, die zurückgeschickt werden, ist ja auch in Ordnung. Aber werde ich gleich merken, weil ich es nicht überprüfe. Das ist nicht der Sinn meiner Übung. Hier ist Datenschutz. Ich achte nicht darauf, was ihr macht. Ich gehe davon aus, das, was ihr haben möchtet, wird also auch. So eine Sache habe ich nicht. Möglichkeiten des Amtes, weil die reagieren, wie die reagieren. Ist halt so. Und es ist traurig, dass hin und wieder etwas platzt, besonders bei Passbildern, weil Babys, davon spreche ich jetzt, sind natürlich Babys. Und manchmal muss man so lange warten, bis so ein Baby die Augen aufmacht, weil das Amt die Augen sehen will. Manche legen mir die Babys im Tiefschlaf dahin, mach mal ein Foto, sag ich, und, wo sind die Augen? Soll ich da jetzt künstliche Augen draufkleben oder was? Sondern werden die Dinger da geschüttelt, gerüttelt und was weiß ich nicht alles. Und dann plärren die natürlich, sag ich, toll. Ist klar, sind die Augen immer noch zu. Ach, ich meine, ihr merkt schon, mein Beruf ist einfach nur gigantisch. Mein Beruf ist einfach nur fantastisch. Ich erlebe wirklich das Leben.
Das Leben ist ein Gaudi und es reicht zwar nicht zum Lachen, ja, aber es ist halt so. Ich meine, ich finde es hochgradig interessant, wenn man reinkommt, wie teuer ist eine Kopie? Wie teuer ist eine Kopie? Ich meine, ich finde das hochgradig interessant. Das muss ich einfach mal so loswerden. Wie teuer ist eine Kopie? Ja? Ich meine, ich finde es hochgradig interessant im Lebensmittelbereich. Ja? Da gebt ihr nämlich bis zu 35% mehr aus und ihr sagt nichts. Ja? So, vorgestern wart ihr im Laden, habt nicht gemerkt, dass ihr für einen Artikel 2 Euro und jetzt auf einmal für zwei Artikel 5 Euro. Also wenn ihr das nicht merkt, dann weiß ich es nicht. Ist aber so. Ja? Also es gibt Fälle, wenn du dir wirklich traust, den Wagen voll zu machen, den du da hast, dann bist du aber reichlich viele Scheine los. Und ich wette mit dir, dass du das alles nicht aufisst, was du da eingekauft hast. Das kommt ja obendrein noch ins Kühlfach, ins Eisfach und schon schraubst du an der sogenannten Preisabteilung weiter. Denn der Strom ist ja auch nicht gerade günstig geworden. Das Leben ist geil. Das Leben ist das Geilste, was du überhaupt führen kannst. Nur das Problem ist, wenn deine Wünsche erwachen. Wenn in dir die Wünsche erwachen, dann wirst du merken, wie weit du kommst. Also, an alle, denkt bitte dran, was ihr euch wünscht und warum ihr es euch wünscht. So, ich habe es jetzt, wie gesagt, ausgedruckt. Ich will hoffen, dass es nicht eins war, sondern mehrere. Dann habe ich nämlich wieder zwar ausgedruckt und tue wieder Geld dabei, nicht nur das, auch die Steuer. Und bekomme dafür nur 20 Cent und bezahle darauf auch nochmal Steuer. Ich weiß nicht, wie gesagt, das sind Schockplaudereien. Ihr könnt jetzt diese Videoclips nehmen, wie ihr es möchtet. Ihr könnt auch den Inhalt bemessen, wie ihr möchtet. Aber eins ist klar, es stimmt nichts mehr. Ja? Der Modus 1920, 1945 rückt immer mehr. Und zum Schluss, ich habe gerade gelesen, die Pandemie ist in einem Jahr zu Ende. Wurde soeben mal rausgehauen von einem, der genügend Geld verdient damit. Ich weiß, Modernica oder wie die? Jedenfalls irgend so einer, der die Spritze da, also nicht der Biotech, der 500 Millionen eingezahlt an Steuergelder, sondern jemand am, jedenfalls Modernica, ne? Heißt das Modernica? Kann das sein? Also er sagt, in einem Jahr ist die Pandemie vorbei. Wollen wir hoffen. Ich hoffe, die Pandemie ist am Montag vorbei, nach der Wahl. Denn dieses Video ist vor der Wahl entstanden und ich hoffe, nach der Wahl mache ich besser gelaunte Videos. Im Moment ist die Laune wie Corona. Zum Kotzen. Ich stelle mich nochmal vor. Herzlich willkommen hier bei den Schockplaudereien im Medienhaus. Wir machen nicht nur Funkfernsehen, wir machen auch Copy aller Art. Punkt. WhatsAppen, Facebooken, YouTuben and so on. TikTok auch, ja, ja. Alles klar. Ab heute haben wir wieder ein Wahnsinns-Update. Alles funktioniert anders. Am 5.11. Wird Win 11 erscheinen. Und lass uns mal überraschen. Ne, 5.10. Entschuldigung. Am 5.10. wird Win 11 erscheinen. Lass uns mal überraschen. Also 5 Tage nach der Wahl, so ungefähr, wird das dann erscheinen. Was der Oktober uns bringt, außer kaltes Wetter, kühleres Wetter und bei einigen schon Schnee. Wie komme ich drauf? Durch TikTok. TikTok zeigt ja, eine Bahn in Sibirien ist klar, dass da Schnee liegt oder sonst wo. Live, Bogemeck live. Man kann rein, man kann ja auch mit ihm sprechen, nur antworten, das wirst du wohl nicht verstehen. Er versteht dich ja auch nicht. Aber egal, ist also kyrillisch, russisch und ich war auch schon in der Taiga, habe mir dort die Menschen angesehen, wie die da in ihrem Schnee, ziemlich weit oben sogar, auch auf ihren Pferden, ja, in der Tundra und ihre Wildheit gezeigt haben. Sie haben auch ihre Musik gezeigt. Wer schon mal in Sibirisch, also sibirische Musik oder überhaupt russisch und wie die alle heißen, die sind ja auch verschiedene Untergruppierungen, wie hier auch ein Bayerer, ne, ein Hesse, ein Nordrhein-Westfaler oder Ruhrpottler, ist das ja da auch. So, also wie gesagt, jetzt
zu diesem Zeitpunkt durch TikTok einiges gesehen, vor allen Dingen Fernfahrer, Kraftfahrer. Ich habe denen zugehört, dass das ja auch ein Beruf ist, wo man 3 Jahre lernen kann und dass es auch keine wirklich tatsächlichen Herrenjahre sind, dass man sagt, oh ja, ich bin auf dem Bock, kann loslegen. Nö, der Termindruck, der herrscht, der raue Ton, der herrscht und die geringe Marge. Ich meine, sie sagen immer, sie verdienen genug, aber genug ist nicht genug. Ne? Ja, wie gesagt, ist ja auch eine Vertrauensarbeit, weil sie ja etwas mit sich führen, was an sich dem Unternehmer gehört. Und jetzt muss ich unterbrechen, weil ich wieder jemanden bekomme. Also, mach's gut. Stöhne er nicht rum, komm er rein. Ne? Ja, Armin, wie geht's dir denn? Richtig, ich sehe immer gut.